Das ist die Geschichte vom Hausgeist. Und die Geschichte trägt sich zu beim Gehlen Hauser Bauer. Das ist ein Bauer, der, wenn man unter Klausen, bevor man zur Klamm kommt, ist rechts der Gehlenhauser Bauer. Der liegt in so einem kleinen, ebenen Platzl, wie ein Wind geschützt, und ist so ein mittleres Bayerle, das halt so dahin gefrettet. Da geht die Hauptstraße vorbei. Natürlich, das ist auch eine Geschichte, die ist auch vor 150, 200 Jahren gewesen. Da hat es noch keine Auto gegeben, da sind auch die Fuhrwerke gewesen. Die großen Gratten haben die Ochsen gezogen, die Schnellern, die Pferde und die Kutschen, alles ist halt. Da war noch kein Zug, der ist erst 1865 gebaut worden. Und da hat sich Folgendes zugetragen. Da, man hat schon gesagt, dass es allem wie ein Geist hat. Man hört Rumoren und man hört Klappern und Dengeln und Brettersageln und in der Kuchel hört man das Geschirr hin und her. Da kugelt wieder mal eine Schüssel rein. Also ist ziemlich unheimlich. Und die Leute, wenn sie mal in der Kammer waren, dann waren sie alle zufrieden, dass sie in der Kammer sind und haben sich eingesperrt. Und da hat sich zugetragen, dass einmal ein Brixner Schuster, der war auf der Stair beim Gehlenhauser unten, um die Schuhe zu richten. Früher ist ja der Schuster und der Schneider und der Tischler und der Gloser, die sind ja alle auf der Stair gekommen und haben gerichtet, was zu richten ist, und so ist halt der Schuster gewesen. Und wie der Schuster nachher halt arbeitet und nachher auf Nacht hat er halt das Moos gegessen und ist noch in seine Kammer und hat halt auch die Kammer zugesperrt, weil er gehört hat, dass er geistert. Und da fahr mal gegen Mitternacht, der Mond ist gerade aufgegangen, der Herr treppes und schauk, und da fahr mal sieht er, bei der Tür, die zu ist, da ist ein zu Tür, da kommt einer mit einem Schlapphut und einem schwarzen Fledermausmantel und einem Stecken. Einer, der war ganz blau, blau-violett. Die Haut war blau, das Gewand war blau, alles war blau, die Federn auf dem Hut, Leinenmantel und der Hut waren schwarz, aber sonst war alles blau. Und da auf dem Bild habe ich die Szene gemacht, jetzt werde ich es genau erklären. Da sieht man, wie der Schuster im Bett schläft. Das war auch so ein armer Gefretter, das Bett war viel zu kurz, da schauen die Plattfüße raus. Unten ist die Nacht, der Nachtkachel, weil die haben ja müssen aufs Heißel gehen und das war meistens kalt. Und dann sind sie lieber auf den Fetzkachel gegangen, als wir auf dem kalten Plumpsklo. Und ein paar Pantoffeln sind da und auf so einem Kleiderständer, da hängt der Mantel, weil die Leute haben ja kein Pyjama gehabt, die haben ja alle in Gewand geschlafen. In der Früh haben sie die Schuhe umgezogen und dann waren sie pronto. Oben sieht man die Täfelung von einer alten Stube, wahrscheinlich aus dem 18. Jahrhundert, die Tram. Da siehst du beim Fenster, siehst du, wie der Mond gerade aufgeht. Und beim Fenster ist ein kleiner Tegel, meistens haben sie da die Abführmittel drin gehabt, weil die Leute haben ja an der Verstopfung gelitten. Und was haben wir denn da noch da? Und da sieht man, wie der Geist bei der Tür reinkommt mit seinem Schlapphut. Und den Finger warnend aufhaltet. Und halt der Schuster, der ist ja vor Angst fast gestorben, kann man sich wohl vorstellen. Neben ihm ist ein Nachtkastel, das ist ein ganz lausiger Näpfel, weil die Bauern haben ja auch nicht gehabt, als wie ein Näpfel oder eine Biere. Den Herbst gibt ein Sturm und den Sommer halt ein Näpfel, weil die haben ja alle noch gehabt, wenn sie ein Fach gehabt haben, waren sie eh schon reich. Und das ist die Szene, die sich abspielt da beim Geneuer Haus unten, beim Hof da unten zwischen Klausen und Weitbruck. Und der Schuster, der hat erst lange nicht richtig geglaubt, dass da so ein Geist umfleucht und umkreucht, aber danach hat er sich natürlich müssen etwas Besseres belehren lassen und hat halt eine richtige Angst gehabt, verstehst du? Und er hat zusammen, dass er, es war ja nicht eine kalte Zeit, aber er hat richtig kalte Füße gekriegt. Und er ist halt nie mehr zum neuen Bauernhof gegangen,
Schuhe zu flicken, weil er eine Angst gehabt hat, das kann wieder der Geist bei der Tier einerkennen. Und das ist die Geschichte vom Hausgeist von Genoa Bauerhof in Klausenweitbruck.